Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Ist Denkmalpflege einmal involviert, dann kann nichts mehr gebaut werden. Wenn es um das kulturhistorische Erbe vom Kanton Zürich geht, wird die Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Denkmalpflege schwierig. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Vorurteile um Denkmalpflege und Archäologie sind zahlreich. Bauherren monieren das Dreischwätzen und das Verteuern der Bauprojekte und die manchmal unverständlich kategorische Ablehnung, wenn es um Veränderung von historischen Gebäuden geht. Wie lebt es sich mit der permanenten Gratwanderung zwischen dem Bewahren von Altem und Geschichtsträchtigem und gleichzeitig nicht alles Neue wollen zu verhindern? Das ist nur etwas, was ich von meinem Gast diese Woche möchte wissen. Herzlich willkommen, Beat Eberschweiler, oberster Denkmalschützer vom Kanton. Beat Eberschweiler ist Leiter vom Bereich Archäologie und Denkmalpflege beim Amt für Raumentwicklung vom Kanton Zürich. Wie geht's, Herr Eberschweiler? Gut, Frau Steinmann. Ja, vielleicht gerade zum Anfang zu diesen Vorurteilen. Vorurteil oder nicht, tritt Denkmalpflege auf den Plan, ist es vorbei mit der Bauerei oder schaurig teuer? Ein wunderschöner Kaltstart für das Interview. Ja, wie wie ein Steilpass. Genau. Genau. Für Ihren Werbespot. Ja. Nein, ich denke, es ist, es hat mal einen deutschen Volkskundler gegeben. Er hat ein wunderschönes Büchlein geschrieben, «Die Spinne in der Yucca-Palme». Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, und dem sein Nachbar, seine Tante, die hat einmal mit der Denkmalpflege zu tun gehabt, das war ganz schlimm gewesen. Respektive hat er Yucca-Palme gekauft. Und dort hat sie so eine Vogelspinne drin gehabt. Und das ist eigentlich das, was ich beobachte. Es gibt unglaublich viele Vorurteile. Wegen euch kann man nicht bauen, wegen euch wird es teurer, Käseglocken, Ballenberg. Und wenn man dann aber miteinander arbeitet am Objekt und am Schluss fertig ist, ist es kein Thema mehr. Gut, das ist jetzt einfach und sachlich argumentiert, aber jetzt ehrlich. Also wenn ihr dabei seid, wird es einfacher und günstiger? Es wird sicher nicht einfacher. Aber das sind ja nicht die Einzigen. Es hat ja noch die Architekten, es hat die Handwerker, es hat die Eigentümer, es hat noch andere Vorschriften und Vorgaben, nicht nur von uns. Es reibt sicher, das ist klar. Der mit dem Teurer, ich kann auch sagen, es wird auch etwas günstiger. Man verhindert das Schlimmste, weil wir haben die Erfahrung mit diesen Objekten. Also wenn jemand jetzt sagt, ich will da einen Lift einbauen, dann sagen wir, da ist vielleicht ein falscher Ort, aber zum Beispiel dort. Oder er sagt, ich will mit diesen Materialien etwas machen. Sagt, das ist falsch, da haben wir Langzeiterfahrung, nehmen etwas anderes. Aber wenn Sie es jetzt auf der Achse anschauen, in den allermeisten Fällen, ja. Es, können Sie sagen 50-50, günstiger, teurer, gleich teuer wie ursprünglich geplant? Oder sind Sie schon eher auf der verteuernderen Seite? Also dort, wo wir den Finger drauf haben, auf den Baumaterialien und auf der Umsetzung, denke ich, wird es teurer. In einigen Fällen oder in vielen Fällen. Was aber auch ist, und das ist dann wieder etwas ausgelegt ist, wir haben ja auch dann Subventionen, die wir geben können. Also wenn wir etwas einfordern, dann sind wir auch dabei und helfen dort auch finanziell dann mit. Also das mildert dann den Aufwand. Also so das ganz Extreme, das heisst, Denkmalpflege lässt ganze Projekte sterben. Das stimmt jetzt wirklich nicht, oder müssen Sie sagen, doch, auch das gibt es? Also jetzt in den 10, 11 Jahren, wo ich verantwortlich bin, wirklich sterben lassen? Ich glaube, nein. Also es wäre ein politischer Selbstmord. Also ich glaube, wenn wir wirklich so hardcore-mässig anstehen und sagen, vergessen das grundsätzlich, das könnte ich so nicht lang treiben. Schlussendlich geht es darum, hat jemand das Objekt, ist Eigentümer, will etwas machen. Wir sind ursächlich daran interessiert, dass er etwas macht damit, dass es unterhalten wird, dass es läuft, dass es genutzt wird. Und von dem her ist die Ausgangslage eigentlich schon mal da, wir wollen beide etwas. Und dann ist nur noch die Frage, finden wir uns in welcher Form, wie es umgesetzt. Wie kompromissbereit, wenn ich jetzt das mal so sagen kann, könnt oder dürft ihr überhaupt sein? Also ich glaube, das ist eine ursächliche Bedingung, dass wir kompromissbereit sind. Also wir sitzen beide am Tisch, jeder an seiner Tischkante. Und irgendwo müssen wir uns da finden. Aber wo wir landen, wissen wir am Anfang beide nicht. Aber wenn jetzt Sie als Bauherrin oder ich als Denkmalpfleger da an meiner Tischkante kleben bleiben, dann geht es nicht. Also das ist eine ursächliche, steht glaube ich sogar im Stellenprofil drin. Gut, von meinen, ja, Leuten. Aber wo ist Ihr Interesse, dass es gelingt? Also meins ist klar, es kostet und ich will etwas realisieren und ich will irgendetwas errichten. Aber wo ist Euer Interesse, dass es dann schlussendlich gelingt? Also das Gleiche. Sie sind zufrieden und das, was Sie wollen, haben Sie so bekommen am Schluss, wie Sie es eigentlich aber im Kern wollen.
Wir haben am Schluss immer noch ein Objekt, wo wir immer noch sagen können, es ist immer noch ein Denkmal. Es ist nur in seiner Substanz ist da, es ist überführt in die nächste Generation. Es verhebt, es ist durchdacht, es funktioniert. Man muss nicht nach 5 Jahren schon wieder die Hand anlegen. Und es kommt dem Eigentümer zu gut, aber auch im Dorf, wo es drinsteht. Oder? Die Leute merken es und registrieren es. Und sie registrieren sehr wohl, was im Dorf steht und welchen Objekt man Sorge gibt und welchen nicht. Vielleicht jetzt für alle Leute, die nicht so aus dem Bereich von dieser Bauerei primär kommen, Herr Eberschwiller, wann kommt ihr überhaupt zum Einsatz? Wann braucht es euch, sage ich jetzt einmal? Also ganz einfach gesagt, es muss ein Denkmal sein. Also es muss ein Objekt sein, ein baulicher Zeuge, der eine Zeit repräsentiert und eine Geschichte, eine Sozialgeschichte, eine Wirtschaftsgeschichte, eine politische Geschichte, die vielleicht auch steht im... Klammern auf, wer sagt dann primär, was ein Denkmal ist? Also das muss gegeben sein, damit ihr überhaupt kommt, aber wer sagt dann zuerst mal, was ein Denkmal ist? Wir definieren mal, was wir meinen, was Denkmäler sind und setzen die auf eine Liste. Mhm. Also wir gehen inventarisieren, wir laufen in die Dörfer raus, wir machen die Quellenforschung. Wir schauen uns die Sachen an und dampfen das nachher eindampfen auf ein paar repräsentative Objekte und die sind dann auf deren Inventarliste. Das ist eine Verdachtsliste. Und in dem Moment, wo ein Eigentümer wirklich etwas machen will, dann schauen wir das Objekt im Detail an. Und dann stellt sich heraus, haben wir recht gehabt, und dann meinen wir, ja, das ist eins, das bleibt drin, oder nein, wir haben uns getauscht, da ist schon zu viel passiert und wir gehen jetzt wieder raus. Das heisst jetzt für mich als Eigentümer irgendwie so einen alten Dorfkern. Also wenn ihr, ich sage jetzt, irgendeinen Riegelbau oder irgendetwas schon mal auf eurer Inventarliste habt, sagt ihr dann, das langt als Denkmal, als Repräsentant für so eine Zeitepoche, für so einen Baustil. Und der Rest, der vielleicht auch noch reingehören würde, der kümmert euch dann nicht. Oder gibt es 20, 30, 40, 50 gleichartige Projekte am gleichen Ort, wo ihr sagt, hey, das geht alles ins Gleiche, gehört alles darunter? Also es ist selektiv. Die Hürde ist hoch, dass jemand, ich sage, ein Denkmal sein darf. Es braucht einiges. Und ich glaube, der gesamtzürcherische Gebäudebestand sind irgendwie 330'000 Gebäude ungerade. Und wir meinen, dass momentan gut 3'500, 4'000 sind wirklich so bedeutend, dass sie überkommunale Denkmäler sind. Das ist ein gutes Prozent. Also es braucht viel, das weiss ich. Und es ist sehr selektiv. Also eben ein schönes Riegelhaus, 200 Jahre alt, das langt nicht, um ein Denkmal zu sein. Es muss also was braucht es denn jetzt in so einem alten Dorfkern? Das schöne Riegelhaus ist es nicht. Also was braucht's? Vielleicht ist es eins. Oder? Mhm. Aber es ist vielleicht das, was eben prominent steht am Dorfkern. Es ist vielleicht das, wo Leute drin gewohnt haben, wo prägend waren für die Dorfgeschichte. Es ist eines, das vielleicht speziell ausgestattet ist im Inneren, sei es mit Kachelöfen oder mit schönen Teffen oder mit Wandmalereien. Also es braucht verschiedenste Kriterien, die schlussendlich dazu führen. Wir müssen ja am Schluss dann auch sagen können, warum ist jetzt genau das Haus und nicht die 4 nebendran, die ähnlich aussehen. Also wir müssen das gut argumentieren, wir müssen die Häuser gut kennen. Wegen dem betreiben wir auch relativ viel Aufwand für die Dokumentation, für die Hausgeschichten und schauen auch, was ist mit dem gegangen in den letzten 100, 200 Jahren, um nachher zu sagen, mol, wir meinen, das ist jetzt eins. Also wenn wir jetzt gerade so, ich sage mal, vom Bild vom Dorfkern bleiben, dann haben wir die Hausbesitzer, die Eigentümer, das ist die eine Geschichte, die vielleicht mal etwas verändern wird. Auf der anderen Seite hat man das Dorf, also die politische Gemeinde. Kommen dann die zum Beispiel so auf euch zu, wenn sie sagen, hey, wir wollen unseren Dorfkern schützen? Ich meine, das hilft natürlich, wenn wir ein Denkmal haben. Kommen die auf euch zu oder ist es wirklich ihr, wo wirklich, wie sie gesagt haben, durch die Gegend wandern und sagen, so, das ist es jetzt? Also ich glaube, da überschätzt man jetzt unsere Rolle bei der Chance haben, mitzuschwätzen, ob jetzt das Dorf schlussendlich noch als Dorf aussieht, was auch immer das heisst, das Dorf noch historisch ausgesehen hat. Es gibt verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich, der Grossbestand von einem Dorfkern sind Gebäude, die vor allem kommunale Bedeutung haben. Also eigentlich ist mehrheitlich Gemeinde selber dazu zuständig, verantwortlich, zu schauen, dass sie die Objekte heben. Und das ist je nach Gemeinde sehr unterschiedlich. Die einen haben dem wirklich sehr Sorge, andere haben ein bisschen grosszügigeren Umgang. Das andere ist noch das Ortsbild. Das ist nochmal etwas anderes. Das hat dann nichts mit Denkmalpflege zu tun. Da geht es wirklich ums Bild, da geht es nicht um die Substanz. Es kann ein Dorf ein ganz tolles Bild, eine Gattung machen. Aber die Objekte, die Einzelobjekte, sind gar nicht schützenswert oder sind keine Denkmalschutzobjekte. Sie sind einfach, wie sie stehen, die Giebelausrichtung, die Freiplätze, die Fassaden, das gibt ein Gaschee und das gibt ein Ortsbild, das schützenswert ist. Und auch dort ist es sehr oft eher gemeint wie dann der Kanton, der dafür zuständig ist. Also wenn wir reden von kommunaler Bedeutung, also da haben wir Stadthäuser oder Gemeindehäuser, Kirchen, Schulhäuser und wie viel, also wenn Sie jetzt sagen müssen, gibt es auch Privathäuser
rein privat, wo sie sagen, wohl, das ist auch ein Denkmal. Ja, also das Spektrum ist breit. Mhm. Es gibt natürlich die klassischen, wie Sie es vorhin gesagt haben, natürlich die schönen Regelhäuser im Zürcher Wieland, das ist immer so das erste Beispiel. Natürlich die Schlösser, Laufen, Burg, Kiburg, Reuterhaus, Bubik. Da haben alle noch immer noch das Gefühl, das ist ein Denkmal, oder? Genau. Kiel ist auch kein Thema, oder? Kein Erklärungsbedarf, mhm. Genau. Und dann können wir so langsam gehen wir in die Wohnhäuser, da kann es dann zum Teil schwierig werden. Also sagen wir, Zäufthäuser ist auch noch kein Thema. Mhm. Herrschaftliche, bürgerliche, grossbürgerliche Wohnhäuser eigentlich in der Regel auch noch. Schwieriger wird es, wenn wir dann auch langsam auf die Zeitschiene so ins 20. Jahrhundert hineinkommen. Ich glaube, Industrialisierung ist unterdessen auch gegessen. Also die Industriebauten, die Wasserkraftanlagen, die Kosthäuser dazu, die mechanischen Fabriken, das gehört auch dazu, haben wir auch ein paar im Inventar. Geht eigentlich mittlerweile auch. Schwieriger wird es, wenn man so ins Wohnen hineinkommt vom 20. Jahrhundert. Einfamilienhäuschen, Siedlungen oder auch technische Bauten, technische Infrastruktur, Trafohäuschen, Brückenbauten, Schwimmbäder. Was macht denn zum Beispiel ein altes Schulhaus oder ein alter Schulhauskomplex aus Ihrer Sicht, wo man jetzt auf dem Platz, also dass die neuen Gegebenheiten, sprich grösser, mehr Schüler, es ist verdichteter, der Platz anders oder besser ausnutzen. Was macht es denn aus Ihrer Sicht Sinn, dass man sagt, nein, jetzt, das ist für uns ein spezielles Objekt, da bleiben wir auf diesen Plänen oder auf diesen Grundriss, was es war. Warum macht man das denn so? Wie funktionell und zweckmäßig sind sie dann eigentlich nicht mehr so, wie es auch könnten sein, wenn sie neu gebaut sind, oder? Also sie haben ihren Zweck mal da, in der Form, wo sie sind, und eigentlich heute bringen sie den Zweck nicht mehr ganz so. Also Schulen sind ein gutes Beispiel. Es ist ja, gibt vermutlich nichts, was so wahnsinnig dynamisch ist wie unser Schulsystem. Oder? Also im 19. Jahrhundert, wo das angefangen hat, es gibt Volksschulen, grosse Säle, riesige Klassen, also halbe Völkerschaften, der Lehrer oben auf dem Thron, der oben schaut, zum den Griff hat, disziplinarisch. Dann nachher die ganze Gesundheitsbewegung, dann hat es Schwimmbäder gegeben, es hat Schultuschen gegeben. Und heute ist klar, oder? Wenn man schaut, wie heute mit Kleinklassen und Mittagstisch oder früher mal noch anti-autoritäre Erziehung, anti-autoritäre Lehrer. Ich bin in ein Schulhaus gegangen, das ein Platzproblem hatte. Ich war in so einer provisorischen Schulbaracke gewesen. Da gibt es ja auch nur noch ganz wenige. Und die paar wenigen, die es noch gibt, würde ich auch meinen, die sind eigentlich ein Zeuge ihrer Zeit. Das sind auch Schutzobjekte. Aber dann muss man sagen, dann ist es irgendwie ein Museum, aber einfach nicht mehr zweckmäßig als Schulraum. Nein, auf keinen Fall. Nein, kein Museum. Wir haben genug Museen im Kanton Zürich. Ich finde wirklich, man kann die umnutzen. Also das Kanzleischulhaus in Zürich ist heute eine Bar, ist heute ein Kino. Die wenigsten das stört Sie dann nicht? Nein, es wird genutzt, es steht noch da. Ich kann an dieser Bar stehen und kann mit jemandem schwätzen über den Babyboom und ihm sagen, warum die Baracke überhaupt da steht. Und dann hat es schon seinen Zweck erfüllt. Es erinnert an eine Zeitphase, wo das mal bei uns so war. Und jetzt wird es sinnvoll weiter genutzt. Aber die Umnutzung, also es ist eine andere Nutzung und innen dran wird man auch für ein paar ein bisschen etwas verändert haben, da lassen wir dann mit euch reden. Sicher, ganz klar. Ich glaube, schwierig wird es dort, wo man Nutzungen reinbringen will in Häuser, die nie für das gedacht waren. Oder mehr Nutzungen, wie in dem Kubus in Platz haben. Also sagen Sie uns ein Beispiel, was heisst nie dafür gedacht worden ist im Zusammenhang mit Schulhäusern? Also Schulhäuser werden immer Schulhäuser sein, weil wir brauchen den Schulplatz. Was bei den Schulhäusern momentan das Problem ist, dass es einfach viel mehr Schüler gibt und dass die Ansprüche an sehr mobile, agile Unterrichtsformen einfach mehr Platz bedingen. Und auch mehr Turnhallen. Also da geht es eigentlich nur darum, tut man alles, was da steht, kann man es wirklich nicht mehr brauchen, braucht es einen Ersatzbau? Oder kann man nicht auf dem Schulareal intelligent gewisse Sachen an anderen Orten noch zusätzlich positionieren? Wie es ja übrigens schon lange passiert ist. Es gibt schöne Beispiele, da haben wir 1920er Jahre, 1950er Jahre, 1980er Jahre, jetzt kommen die 2010er Jahre, ist einfach ein weiteres Element, man baut weiter dran. Was sagen Sie all den Kritikern, die sagen, mal abgesehen von teuer und mühsam, ihr seid vor allem Verhinderer? Ich würde sagen, wir sind vor allem Ermöglicher. Weil? Weil wir ja auch schauen wollen, dass wir am Schluss eine Lösung haben. Und was man verhindert, was ich jetzt akzeptieren würde, man verhindert, dass man einfach in die falsche Richtung plant, denkt und baut. Also uns geht es schlussendlich um Qualität und um wirklich Nachhaltigkeit im besten Sinn, wenn das Wort ein bisschen abgedroschen ist unterdessen. Aber wirklich etwas, eine Lösung finden, die für die nächste Generation verhebt. Und also, insofern ermöglichen.
Und wenn ich jetzt komme und noch ein bisschen auf dem Verhindern herumreite, wenn Kritiker monieren, auch wenn Zürich dazu mal seine Stadtmauern nicht einmal runtergerissen hat, dann wären wir irgendwo noch und hätten aber verhindert, dass wir wachsen können. Und bei gewissen Bauten, so Bewahrungsbauten, die dann nicht die Museen sein dürfen, sondern wo man sich dann zu Museen zwängen, verhindern die so quasi den Fortschritt. Es gibt Städte, wo das passiert ist, wo man die Stadtmauern nicht weggebracht hat. Das sind dann die Städte, die Zürcher zum Beispiel gehen, anschauen am Wochenende, weil sie es nicht mehr in Zürich haben. Also bedauern Sie, dass wir keine Stadtmauern mehr haben? Es ist so, wie es ist. Und dort, wo sie noch ist, finde ich sie wirklich lässig. Ein bisschen mehr würde es vertragen, aber es ist so, wie es ist. Sie ist nicht mehr da. Und die zweite Stadtmauer, also die Schanzenmauer, die ist ja zum Teil noch da. Und die tut wesentlich das Stadtbild von Zürich prägen. Mit dem Buschänzli und mit dem Schanzengraben. Das gehört dazu. Und ist auch gut, so wie es ist. Ich finde einfach, man muss, wenn ein Bauprojekt kommt, muss man sich Zeit nehmen, miteinander anzuschauen, was will man und was löst es aus. Ja, nicht nur für uns, sondern auch für die kommenden Generationen. Das ist Bauen und Bauaufgabe, das ist immer eine öffentliche Aufgabe. Auch wenn ein Privater baut, das ist am Schluss, steht das Ding da und prägt unsere Umwelt. Und trotzdem, da kann man sagen, also gut, jawohl, wir wollen ein schönes Stadtbild haben, wir wollen Sachen für Generationen in Zukunft bewahren und trotzdem gibt es so bauliche Verbrechen in allen Städten und in allen Gemeinden, wo man sagt, wie haben wir nur können. Da habt ihr was? Scheuklappen angehabt oder nichts zu sagen gehabt? Es ist im Nachhinein immer einfach zu verurteilen, was früher passiert ist. Mhm. Also wir merken jetzt bei der Inventarisation, jetzt fangen wir an, so 70, 80 Jahre Bauten aufnehmen. Mhm. Das Verständnis dafür ist relativ gering. Wir sind da sehr nahe. Und viele finden das gerade so die Postmoderne oder so der Bauboom in den 70er Jahren extrem schwierig, mit Sichtbeton etc. Und dort ist es dann, ist die Akzeptanz ist an einem kleinen Ort. Zu beurteilen, was wirklich eine Stadtreparatur, das ist ja so ein neues Wort, braucht und wo und wie, da können wir ja nachher nur reagieren. Wir sind ja nicht, wir bauen ja nicht. Das sind die Leute, die dann entscheiden, oder die Stadt oder die Behörden in einer Gemeinde, die sagen, das ist wirklich falsch gegangen. Das müssen wir anders machen. Das ist einfach unglaublich aufwendig, sieht man. Also Sachen, die früher wirklich schlecht durchdacht waren, zu reparieren und besser zu machen, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Und von dem her sage ich immer, lieber sich am Anfang mehr Zeit nehmen, miteinander zusammenhocken, sich reiben, an dem Tisch hocken und schauen oder an den Kanten und irgendwo sich dann mal finden. Die Zeit ist einfach der Wert. Und miteinander lernen auch, das auszuhalten, die unterschiedlichen Haltungen und die unterschiedlichen Vorstellungen. Wenn Sie zurückschauen in die Geschichte der Denkmalpflege, wie weit zurück kann man sagen? Also wenn Sie sagen, 70 oder 80 Jahre, das ist ja noch nicht so lange her. Hat es so dort überhaupt nicht gegeben? Oder haben Sie dort einfach weniger gemacht? Oder hat man gar nichts gemacht zu dieser Zeit? Also jetzt zu den Gebäuden aus den 70 und 80 Jahren. Ich meine, dazu mal hat man sie nicht beachtet, weil sie sind einfach gerade gebaut worden. Wir sagen allgemein, es braucht sicher mindestens eine Generation Abstand, um beurteilen können, dass das, was gebaut worden ist, dass das eine Qualität hat oder was von dem, was damals gebaut worden ist, eine Qualität hat. Da braucht es einfach einen Abstand. Da reden wir jetzt von Neubauten. Von Zeug, die auf also der grünen Wiese irgendwie... Stadion Letzigrund finde ich wahnsinnig einen tollen Bau. Auch wenn man oben hockt, unglaublich Mühe hat wegen dem Durchzug, den man oben hat. Also das ist nicht ganz durchdacht. Aber es ist ein tolles Objekt. Würde ich meinen, kann man in 20 Jahren dann mal auf den Radar nehmen und nachinventarisieren. Aber momentan ist es noch zu näher. Aber jetzt auch da die Hochhäuser, also das ist jetzt eine Tendenz, auch in unserer Region, es gibt die einen oder anderen Hochhäuser. Da sagen Sie jetzt also, da schauen wir jetzt mal gar nicht so her, das braucht jetzt 20, 30 Jahre, bis man sagt, ja, hat sich gelohnt oder ist es ein Verbrechen gewesen? Ist das Thema momentan Verdichten nach innen, Siedlungsentwicklung nach innen. Hochhäuser ist ein Lösungsansatz, nicht der einzige, aber es ist einer. Es entstehen momentan überall sehr viele Hochhäuser. Ja, in 20, 30 Jahren denke ich, ist es spannend zu schauen, was ist dazu mal passiert in den 2010er Jahren. Und welche davon haben jetzt wirklich eine Qualität, die man findet, mal, die sind es. Und die nehmen wir auf die Liste. Und das heisst, bei all dem, was jetzt entsteht, da schauen Sie einfach mal weg und sagen, das interessiert mich jetzt noch gar nicht. Das ist also Baukultur, die heutige, ist nicht unsere Aufgabe. Ich finde einfach, wir haben die Chance, jetzt gerade mit der Denkmalpflege, haben wir die Chance, mitzuhelfen bei dem, was schon steht, zu schauen, dass die guten Sachen auch weiterhin bleiben. Da haben wir eine kleine Einflussmöglichkeit, aber das ist natürlich nur ein ganz schmales Segment von der Bautätigkeit, gerade im Kanton Zürich, also in der Metropolitanregion, wenn man sieht, was da jetzt gebaut wird und in welcher Intensität. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind für ein gutes Prozent von den Gebäuden sind wir mitverantwortlich, wenn dort ein Baugesuch reinkommt. Und das ist wenig. Da habe ich jetzt nicht die Vorstellung, dass wir wegen dem jetzt den Kanton schöner machen können.
Aber gleich, wenn wir jetzt auf das verdichtete Bauen noch etwas ein eingehen, also irgendwann, man hat gesehen, die Bevölkerung hat Kultur-, Land- und Landschaftsinitiativen grundsätzlich befürwortet. Also die wollen nicht einfach die ganzen grünen Wiesen, die es noch gibt, bebauen. Das spricht dafür, dass man auf dem Platz, wo wir schon gebaut haben, verdichtet, weiterbaut, aufsetzt oder was auch immer. Und da kommen die natürlich dann vielleicht noch nicht heute und morgen, aber vielleicht übermorgen immer mehr zum Zug. Nein, jetzt schon. Also, das ist jetzt schon so. Mhm. Also, sowohl in der Archäologie wie in der Denkmalpflege. Also, wenn man jetzt zurückgeht in die alten Siedlungsgebiete, dann kann man eigentlich darauf gehen, dass bei jeder Parzelle und bei jeder Unterkellerung sind wir von der Archäologie her gefordert. Also der Aufwand jetzt und die Anzahl Baugesuche ist immens steigend. Und in der Denkmalpflege ist es gleich. Nutzung von Kalträumen, Ausnutzung nur schon im Haus innen. Also das Dachgeschoss, das immer leer war und kalt war, ist jetzt auch noch eine Wohnung drin. Anbauten in Parkanlagen. Zusätzliche Wohneinheiten bei Villen, wo der Park noch Bauvolumen verträgt. Das sind ursächliche Geschichten, die uns jetzt laufend beschäftigen und die uns wirklich zu tun geben, weil es ist merklich. Auf der anderen Seite, es ist keine Diskussion, das muss so sein. Weiter in die Landschaft raus geht nicht. Es muss da stattfinden, wo schon die Infrastruktur ist, Verkehrsinfrastruktur und eben auch die kurzen Wege zu den Schulhäusern, zu den Altersheimen, von den Wohnungen, vom Arbeitsplatz. Das kann man nicht noch mehr strecken, das muss kompakt passieren. Gut, und da wären wir wieder bei dieser Kompromissbereitschaft, die man dann von beiden Seiten muss an den Tag legen muss. Unbedingt. Also es ist nur schon in unserem Amt, oder? Wir sind im Amt für Raumentwicklung. Nach vor 10, 11 Jahren bei der Reorganisation hat man uns in das Amt reingeschmissen. Und ich habe am Anfang nicht so recht gewusst, ist es jetzt gut oder schlecht. Und mittlerweile muss ich sagen, ich finde es genial. Wir sind in dem Amt, wo vordenkt, wo passiert was, wo soll es passieren, wo wird verdichtet, wie viel Dichte, das muss man auch ein bisschen schauen, Qualität statt Quantität. Und von dem sind wir genau am richtigen Ort. Aber haben schon intern, also innerhalb von meinem Amt, haben wir schon die Diskussion und die diskante Diskussion. Ja, natürlich, oder? Ihr wollt ein bisschen bewahren und eher ein bisschen mit dem warnenden Finger und die Visionären, die alles möglich machen, oder? Wir wollen natürlich nicht nur bewahren. Also ich glaube, es gibt ja kein Schutzobjekt, kein Denkmal, wo noch in seinem ursprünglichen Zustand vom Tag X, wo es gebaut worden ist, noch da steht. Das ist ja immer weiter gebaut worden. Das hat mittlerweile 20 Zeitschichten. Und das soll ja auch immer weitergehen. Uns geht es einfach nur darum, dass die guten Sachen dran, dass man die weiterhin heben kann, wenn es jetzt weitergeht. Und dass das, was man weiterbaut, auch eine Qualität hat, die dann mal in 20 Jahren jemand sagt, das haben wir eigentlich gut gemacht. Das ist nicht verloren gegangen dran. Sie haben das vorher schon gesagt, wenn man baut, da spielen ja ganz viele verschiedene Aspekte drin. Mittlerweile sind gewisse Standards, sind auch gewisse Richtlinien natürlich anders als an und dazumal, wo so ein Gebäude errichtet worden ist. Wie prioritär wird so etwas dann behandelt, wenn man sagt, ja, das ist total schützenswert und schön, so wie es ist, und dann sagen die anderen, aber es ist nicht mehr sicher genug oder es erfüllt das und das Kriterium nicht mehr, dann reiben die euch untereinander oder gibt es da eine Priorisierung? Also faktisch ist es wieder immer komplizierter. Also ich staune und meine Bewunderung für alle Architekten, die heute noch Architekten sein wollen. Also es ist unüberschaubar, was es alles an Auflagen gibt und so. Es sitzen einfach mehr Leute am Tisch. Und auch da, man muss miteinander schauen, wie geht es. Also wenn es ein öffentliches Gebäude ist, Behindertengerechtigkeit. Das ist bei einem Palazzo mit einem Stegenaufgang, muss man sich das überlegen. Oder nur schon das Rathaus. Oder? Wie löst man das mit dem Rollstuhl? Wie löst man das im Haus hinein? Wie löst man das, wenn man einen Lift einbauen will oder muss in einem Gebäude? Das ist das eine. Das andere sind Sicherheitsbestimmungen. Und weiter anders sind die ganzen energetischen Geschichten. Oder? Also gerade so Nachkriegsarchitektur, das sind Energieschleudern. Ganz klar, das Fenster und alles, oder? Fenster, Isolation, grauenhaft. Und es ist ja nicht so, dass jetzt meine Leute oder ich selber, dass wir noch im 19. Jahrhundert Hütten ohne Strom und ohne fließend Wasser wohnen würden. Wir leben auch im 21. Jahrhundert. Wir sind durchaus auch den modernen Komforts angetan. Das sind Aufgabenstellungen, muss man miteinander anschauen. Wie machen wir es? Es ist weniger die Frage vom Kompromiss ja, nein, sondern das ist ein Bedürfnis oder das ist eine Vorgabe. Und es ist nur die Frage, wie machen wir es, oder? Und nicht ob. Und von dem her kompromissbereit und am Schluss auch das gleiche Ziel. Es muss eine Lösung da sein. Meist im gleichen Kontext mit der Denkmalpflege wird auch vom Heimatschutz geredet. Und es ist gleich nicht das Gleiche. Es sind nicht die gleichen, obwohl man noch immer wieder vermischt miteinander. Herr Eberschwiler, Sie haben jetzt hier einmal mehr Möglichkeit, uns aufzuklären. Was ist der Unterschied? Ich habe es mittlerweile schon fast aufgegeben, aber es ist gut, wenn ich es noch mal kann. Ja. Weil manchmal schlägt man uns und meint den Heimatschutz oder umgekehrt, je nachdem. Der Heimatschutz ist ein privatrechtlicher Verein.
Es sind Leute, die sich, ich glaube, grundsätzlich für das Gleiche interessieren, wie wir auch, für den Erhalt von guter Architektur in der Geschichte, die aber ganz eine andere Ausrichtung haben. Sie sind privatrechtlich, sie können rekurrieren. Also wenn Sie ein Baugesuch sehen im Amtsblatt und finden, das geht nicht, dann können Sie einen Rekurs einlegen. Das können wir nicht, weil wir sind ja im Baubewilligungsprozess drin. Also wir sind eigentlich die, die ja schauen, dass am Schluss ein baubewilligungsfähiges Projekt dann nachher auch publiziert wird. Im Idealfall sind wir ja schon früh dabei. Und der Heimatschutz kommt von einer anderen Seite her und ist dem Objekt verpflichtet. Er hat eine ganz andere Sichtweise. Oder? Er sagt, dem Objekt darf das und das nicht passieren. Oder wir finden, das und das geht nicht. Und wir sind vielleicht schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren mit dieser Eigentümerschaft und dem Architekt schon dran und haben uns lange überlegt, was könnte man eigentlich wo wie machen. Und finden zum Schluss eigentlich eine gute Lösung. Und dann kommt dann vielleicht der Heimatschutz. Er kommt aber vor allem eher bei den kommunalen Objekten. Also wir haben wenig Friktionen in dem, es gibt Einzelfälle. Aber er ist sehr stark tätig natürlich auf Gemeindeebene, weil Gemeinden sehr unterschiedlich mit ihrem Kulturgut umgehen. Aber würden Sie sagen, es gibt eine Zusammenarbeit in irgendeiner losen Form zwischen euch? Oder würden Sie sagen, nein, eigentlich ärgern wir einander mehr oder weniger, weil wir dann gleich nicht überall die gleichen Interessen haben? Nein, weder noch. Also das Ärgern glaube ich nicht. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man in diesem Business ist, dass man weiss, dass man miteinander mit kontroversen Standpunkten miteinander sich finden muss. Zusammenarbeiten auch nein, weil es sind wirklich unterschiedliche Aufgaben. Oder? Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass wir finden, das müsste jetzt der Eigentümer so machen, aber er will nicht. Und dann gehen wir zum Heimatschutz und sagen, jetzt rekurriert, weil der ist ein bockiger Kerl. Geht schlicht nicht. Oder? Also es gibt ganz eine klare Trennung. Und das ist das Einzige, was wir am Schluss machen, den regelmäßigen Austausch in dem Sinn, dass wir einfach die Fronten jeweils diskutieren. Und klar auch sagen, wer hat welche Rolle, uns da gegenseitig auch immer wieder daran erinnern. Der Heimatschutz hat jetzt gerade in den letzten Jahren ja schon einen rechten Wechsel am Präsidenten auch gehabt. Und das merkt man dann auch, jeder fasst die Aufgabe auch wieder anders auf. Die jetzige ist immer wieder, denke ich, präsenter in den Medien, wie es früher zum Beispiel war. Also ich weiss, jetzt tun wir es schön auseinanderbeindeln und wir haben ein sehr prominentes Beispiel, das die meisten Leute kennen, nämlich da die frische Grube in Regensdorf. Ich weiss, das ist nicht eine Denkmalpflegegeschichte primär, sondern da ist der Heimatschutz sehr stark involviert. Vielleicht ganz kurz, eine Liegenschaft vergammeln lassen, aus Sicherheitsgründen ist sie abgelehnt worden, der Heimatschutz hat rekurriert, Recht bekommen, jetzt heisst es eigentlich auf dem Papier, das muss im Originalzustand wieder aufgestellt werden. Das ist vom Papier so, aber macht das dann eigentlich auch Sinn? Das ist eine extrem spannende Frage und abendfüllend. Ich glaube, also es ist schon eine Denkmalpflegefrage, aber keine für uns. Es war ein kommunales Schutzobjekt gewesen. Die Gemeinden sind zuständig für ihre Kommunalen. Es wäre eine Aufgabe gewesen, von der Gemeinde lokale Denkmalpflege zu betreiben und den Eigentümer darauf aufmerksam machen, dass er ein Schutzobjekt hat, das er nicht unterhaltet und dass er das muss. Und da hätte die Gemeinde, aber hätte dann die Gemeinde eine Handhabe? Also hätte sie eine gehabt, früher? Das kann sie einfordern, ganz klar. Mhm. Man ist verpflichtet, Unterhalt zu machen. Wir haben ganz selten schon Fälle gehabt, wo wir das auch schon der Eigentümerschaft gesagt haben und sie es nicht gemacht hat. Und dann gibt es das Instrument von der Ersatzvornahme. Also wir machen es und schicken dann die Rechnung dem Eigentümer. Aber das ist dann also wirklich Ultima Ratio. Das ist dann also und so etwas könnte die Gemeinde für eine Gemeindegeschichte auch machen? Können sie machen. Ist natürlich klar, in der Gemeinde, man ist näher zusammen. Oder? Also da hat man vielleicht auch die Hemmschwelle oder Bissschwelle ist ein bisschen anders, wie wenn dann der Kanton kommt. Oder? Wir haben eine größere Distanz natürlich zum Ganzen. Dort ist nachher der Entscheid ist klar gewesen, ja, vor Gericht. Wiederaufbau. Ob das jetzt gut ist oder nicht, also aus denkmalpflegerischer Sicht muss ich sagen, wir wollen schauen, dass die Substanz noch da ist. Die ist nicht mehr da. Und wenn man jetzt noch die letzten Versatzstücke nachher wieder in den rekonstruierten Neubau rein tut, dann haben sie es Fake. Dann hat das nichts mit Denkmalpflege zu tun. Ist es Fake. Das kann da und dort tatsächlich sogar sein, dass man das will. Also Kappelbrück in Luzern ist vieles nicht mehr die Originalsubstanz. Softhaus zu Zimmerleuten. Softhaus zu Zimmerleuten, ja. Aber das sind dann nicht wir, die sagen, jetzt müssen wir das ums Verrecken wieder. Softhaus zu Zimmerleuten hätte mir gesagt, wenn es abbrennt ist und eine Ruine ist, dann gibt es dort einen coolen Neubau, der reinpasst. Aber das muss nicht mehr eine 1:1 Rekonstruktion sein. Es sind dann eher andere Gründe, die dazu führen, dass es dann wieder so aussieht wie vorher. Die Frösche Grube aus juristischer Sicht ist sie, und da kann ich im Heimatschutz kann ich das nachvollziehen, dass er das hartnäckig durchgezogen hat, ist es natürlich nachher ein Zeichen. Gemeinden, ihr seid verantwortlich, schaut. Und wenn nicht, passiert etwas, was wirklich, wirklich aufwendig ist und schlussendlich niemandem dient. Was ich ein bisschen befürchten ist, und das ist auch schon passiert,
Zwischendurch kommt es dann, ihr von der Denkmalpflege habt ja in der Fröschengruppe, spinnen die eigentlich? Und da muss ich einmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Heimatschutz und Denkmalpflege. Ich versuche es immer wieder. Ich sage es immer wieder. Es gibt Hoffnung darauf, dass es irgendwann einmal greift, was der Unterschied ist. Gut, also Heimatschutz, Denkmalpflege, das haben wir jetzt einmal mehr probiert aufzuzeigen, dass das nicht das Gleiche ist und wo die Unterschiede liegen. Sie haben das schon ein bisschen angetönt. Kommunal, kantonal, Gemeinden, wo die einen das sehr, ich sage jetzt mal, sehr professionell im Griff haben, die anderen noch ein bisschen weniger intensiv unterwegs sind. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit der Gemeinde aus Ihrer Sicht? Also im Prinzip gut, weil wir sind in den Gemeinden rein, wenn wir an einem überkommunalen Schutzobjekt sind. Und dann ist klar, dann tauscht man sich auch gerade über aus. Und sie fragen auch, ja, wir haben jetzt da Kommunale, wie würdet ihr? Und so. Also der Austausch ist eigentlich ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass also Denkmalpflege gibt es ja gesetzlich bei uns verankert in den 70er Jahren. Es hat einen guten Grund, dass das in den 70er Jahren passiert ist. Und Gemeinden und auch der Kanton sind verpflichtet worden, dort Inventar zu führen. Also was meint man eigentlich, was jetzt schützenswert ist? Und es gibt, also jetzt ist 1975 ist das gewesen, jetzt haben wir 2017, das sind ein paar Jahre dazwischen. Es gibt tatsächlich immer noch Gemeinden, die es nicht gemacht haben. Also wo es kein Inventar gibt? Oder wo es gibt, wo handgeschrieben auf einem A4-Zettel. Ich scheuche mich immer noch und habe mich immer gescheucht und habe das auch immer vermieden, den Gemeinden auf die Finger zu klopfen, weil unser Inventar ist auch nicht überall Zweifel haben. Unser hat schon ein gewisses Alter. Man hat das mal recht seriös gemacht in den 70er, 80er Jahren, aber ist dann wie stehen geblieben. Also unser ist nicht aktualisiert. Da sind wir jetzt dran, eben mit dieser verdankenswerten Aufgabe, den Leuten zu erklären, warum wir jetzt 70er, 80er Jahre Bauten drin nehmen oder 60er, 70er Jahre Bauten. Und von dem her müssen wir auch jetzt erst unsere Hausaufgaben machen, jetzt noch bis nächstes, übernächstes Jahr. Bis wir wirklich wieder an Schuhe sind. Und dann können wir mit gutem Gewissen dann der Gemeinde sagen, jetzt sollten wir aber schon auch. Wir sind am Schluss von unserer Sendung, Herr Eberschwiler. Jetzt, wenn man das jetzt so zulässt, dann könnte man doch sagen, natürlich haben wir ein föderalistisches System in der Schweiz, das runtergeht bis auf die Gemeinde, aber würde es nicht wenigstens Sinn machen, dass man das kantonal vereinheitlichen würde? Also es würde scheitern am Widerstand der Gemeinden und zu Recht. Ich bin ein absoluter Vertreter vom föderalen System, bis aber auch wenn es nachher wahnsinnig schwierig gibt. Also wir haben glaube ich jetzt etwa 169 Gemeinden unterdessen noch. Also man hat wirklich 169 Bausekretäre, Bauvorstände, vielleicht noch ein bisschen weniger Natur- und Heimatschutzkommissionen. Aber ich finde, es ist gut so, weil die Stärke von unserem Land und auch vom Kanton Zürich ist, es hat überall seine lokale Identität. Der Rifferswil ist nicht Mettmestetten, sieht anders aus und andere Gemeinden, Walliselen, Dübendorf auch. Man glaubt es zwischendurch kaum, wenn man da jetzt durchfährt. Aber es ist so. Und das soll auch so bleiben. Noch sind es zwei Gemeinden? Nachher nicht mehr. Ja. Aber sie sind... Jede Gemeinde ist stolz auf das, was sie hat und geht anders damit um. Und das Patchwork-artige, sehr unterschiedliche, das ist eine unglaubliche Stärke. Und die ist auch, weil nicht alles unter dem Dach von dem grossen Kanton ist. Ich finde das gut. Dann lassen wir das vorerst einmal hier stehen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Beat Eberschwiler. Danke auch. Sehr wahrscheinlich wird es nicht einfacher, wenn wir involviert sind, aber es ist gleich ganz viel möglich. Sagt der kantonale Denkmalschützer Beat Eberschwiler. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter mit dem Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Wiederschauen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch